Sie sind laut, sie sind klapprig und sie sind einfach Kult. Die Sesselbahnen aus der Alpha-Serie des französischen Seilbahnriesen Poma. In den Vogesen trifft man heute noch auf zwei Relikte aus dieser wegweisenden 80er-Jahre-Baureihe. Eine kurze Anlage am Col de la Schlucht und ein deutlich längeres und steileres Exemplar am Grand Artimont im nahegelegenen La Bresse. Die Besonderheit des Alpha-Systems ist in den Talstationen auf den ersten Blick erkennbar. Die kombinierte Antriebs- und Abspannungseinheit ist vom Stationsumlauf und der Kuppeltechnik vollkommen unabhängig. Die Idee dahinter ist so simpel wie genial. Auf diese Weise können sowohl fixgeklemmte als auch kuppelbare Sesselbahnen mit den gleichen Bauteilen ausgestattet werden. In letzterem Fall kommt die Technik für das automatische Lösen der Klemmen quasi als Sonderausstattung dazu. Der Clou an der Sache: Diese Bauteile können auch nachträglich ohne großen Aufwand noch ergänzt werden. Poma ist in den 80er Jahren der erste namhafte Hersteller, der auf einen solchen modularen Aufbau bei der Seilbahntechnik setzt. Die immensen Einsparpotenziale bei den Kosten und der Komplexität veranlassen in der Folge nach und nach auch die anderen Seilbahnhersteller auf solche Kompaktbauweisen umzusteigen. Das Prinzip der Trennung von Antrieb, Abspannung und Kuppeltechnik ist bei Poma zu diesem Zeitpunkt aber schon länger erprobt. Auch bei den ersten prototypischen kuppelbaren Dreiersesselbahnen Ende der 70er Jahre greift der Hersteller auf die jahrzehntealte Idee der fliegenden Umlenkscheibe mit Gewichtsabspannung zurück, die sich bei Stangenschleppliften und fix geklemmten Sesselbahnen bewährt hat. Zu diesem Zweck wird das Förderseil aus der Station hinausgeführt und dann auf einem separaten Träger abgespannt. Diese abenteuerlichen Konstruktionen können mit der hydraulischen Abspannung des Förderseils beim Alpha-System schließlich deutlich vereinfacht werden. Die Kombination von Antrieb und Abspannung ermöglicht es zudem, dass die Gegenstation als fixe Umkehr konstruiert werden kann und dementsprechend ebenfalls ausgesprochen minimalistisch ausfällt. Die Sesselbahn am Grand Artimont in La Bresse ist 1984 die erste kuppelbare Sesselbahn in den Vogesen. Sie wird gleich von Beginn an als kuppelbare Anlage ausgeführt und erschließt fortan einen anspruchsvollen und beliebten Hang mit für ein Mittelgebirge stattlichen 300 Höhenmetern. Sie ist jedoch keine Neuerschließung, sondern der Ersatz für eine fix geklemmte Dreiersesselbahn aus dem Hause Montas-Moutineau. Die damals gerade erst 7-jährige Anlage wird noch im selben Jahr an anderer Stelle im Skigebiet wieder aufgestellt und ist bis heute als Sesselbahn Lalonde in Betrieb. Gemeinsam mit zwei weiteren fix geklemmten Anlagen, die 1987 den Betrieb aufnehmen, sorgt die Sesselbahn Grand Artimont dafür, dass La Bresse auf einen Schlag zum größten und leistungsfähigsten Skigebiet der Vogesen anwächst. Ein Status, den das Gebiet unweit des bekannten Honeck-Gipfels auch heute noch innehat. Gemeinsam mit der 2011 neu gebauten Sesselbahn Vologne erschließt die Anlage am Grand Artimont heute den sogenannten Front de Neige von La Bresse. Sie ist nicht nur Zubringer in die oberen Teile des Skigebiets, sondern nach wie vor auch eine beliebte Beschäftigungsanlage. La Bresse ist seit Jahrzehnten auch für sein riesiges Nachtski-Areal weithin bekannt, von dem die Sesselbahn Grand Artimont
einen beträchtlichen Teil erschließt. Nachtski findet in La Bresse nicht nur am Abend, sondern häufig auch am frühen Morgen statt. In der Ferienzeit ist die altehrwürdige Poma-Sesselbahn daher durchgehend von 6 bis 21.30 Uhr in Betrieb. Die vielen Betriebsstunden merkt man ihr inzwischen deutlich an. Die einmalige Akustik soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Anlage ansonsten in einem guten Zustand ist. 2009 wird sie im Zuge des Neubaus einiger Apartmenthäuser umfassend umgebaut. Dabei wird die Talstation um einige Meter nach vorne versetzt. Gleichzeitig werden die einstigen Tunnelröhren in den Stationen durch eine wartungsfreundlichere neue Wellblechabdeckung ersetzt. Auch die Sessel mit ihren neuen Komfortpolstern sind eine deutliche Aufwertung. Und so kann man wohl davon ausgehen, dass dieser Methusalem unter den Sesselbahnen noch viele weitere Jahre im Einsatz sein wird. Eine nahezu baugleiche Anlage ist nicht weit entfernt von der Sesselbahn Grand Artiment am Col de la Schlucht im Einsatz. Der Pass ist nicht nur ein bedeutender Übergang zwischen Lothringen und dem Elsass, sondern auch im Hinblick auf die Seilbahngeschichte ein bedeutender Ort. Noch vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs entsteht an dieser Stelle auf der lothringischen Seite der erste Schlepplift der Vogesen. Ab den 50er Jahren sind auf der Trasse der heutigen Sesselbahn zwei parallele Kombilifte im Einsatz, die im Winter mit Bügeln und im Sommer mit Einersesseln ausgestattet sind. Der Betreiber des Skigebiets von La Bresse erwirbt die Anlagen in der ersten Hälfte der 80er Jahre, ebenso wie das nahegelegene Skigebiet zwischen Le Collet und Retourmer, mit der Absicht, die Anlagen alle miteinander zu verbinden. Realität wird letztlich aber nur eine neue Sesselbahn am Col de la Schlucht. 1984 nimmt sie zunächst als fix geklemmte Zweiersesselbahn den Betrieb auf, doch nur ein Jahr später demonstriert Poma am Col de la Schlucht die große Flexibilität des Alpha-Systems und rüstet die Bahn in eine kuppelbare Vierersesselbahn um. Lediglich die Kuppeltechnik wird ergänzt, während die restliche Substanz erhalten bleiben kann. In dieser Form bedient sie bis heute unverändert einen beliebten Skiübungshang im Winter und eine ebenso gut frequentierte Rodelbahn im Sommer.